Hey ho, Freunde, und willkommen zu einer Folge How to Solo Queue. Heute mit dem Thema Flexibilität. Oh, Hydrias und ein Fachwort in Videonamen. Also, das muss schon was heißen. Und ja, ihr seht im Hintergrund heute ein Gawain-Gameplay auf Aram. Gawain ist ein Champ, den ich nie spiele. Den habe ich eigentlich nur, weil er halt nur 54 Influence Points gekostet hat. Und ja, dementsprechend war ich also nicht. Jetzt der Gawain Playmaker, der ja wirklich die Turnaround Plays und so, das ganze Spiel carried und so, ausnahmsweise mal nicht mit diesem Champion. Und deswegen, ja, das seht ihr halt im Hintergrund. Und wie gesagt, mein Thema heute: Flexibilität. Ja, was könnte ich damit meinen? Zunächst mal, ich habe heute nicht ganz so viel Zeit, wie das Video lang ist. Also, ich werde nach so einer Viertelstunde weggehen müssen, weil ich dann halt einen Termin habe. Aber ihr seht den Rest dieses Matches dann noch unkommentiert weiter, ne? Kreativ wie ich bin, habe ich das so gemacht. Und ja, Flexibilität erstmal kann man auf, oder habe ich jetzt einfach mal auf drei Teilbereiche unterteilt, nämlich einmal den Champion Pool, also welche Champions man so spielen sollte oder haben sollte. Dann die Items, den Item Build. Und dann noch die Spielweise abhängig vom Spiel, was denn gerade so für Matchup ist und so. Und ja, fangen wir einfach ganz kurz an. Wie gesagt, ich habe nicht viel Zeit, deswegen direkt fangen wir an mit dem Champion Pool. Warum man denn da flexibel sein soll. Also zum einen habe ich öfters in anderen YouTube-Videos schon gesehen, so Tipps zu Rankeds, dass man mindestens zwei Champions auf der Position haben sollte. Ich denke, das ist eine ganz gute Regel, denn man muss immer mal wo spielen, wo man nicht möchte. Ich persönlich habe das eigentlich auch für mich. Ich kann auf jeder Position zwei Champs. Top wäre Nasus Shyvana, Jungle, eine schlechte Position. Puh, da würde ich noch sagen Kha'Zix Elise, Mitte Kennen Six, vielleicht sogar noch Fizz. AD Carry wäre Lucian, Caitlyn, Jinx und Support Thresh, Morgana und eventuell Lulu, die würde ich eventuell weiterholen. Die macht nämlich Spaß. Hey. Deswegen ist ganz praktisch, wenn man hier die Position 2 Champions hat, auch 2, nicht nur ein, falls da einer mal gebannt wird. Und außerdem ist man wesentlich flexibler, wenn man mehr Champions auf einer Position hat, weil dann kann man die Gegner auch mal auscountern. Oder vielleicht passt es auch besser zur Team Composition, ja? Weiterer Fachbegriff. Und deswegen sollte man, wie gesagt, diese Regel finde ich ganz sinnvoll. Mit zwei Champions pro Position sollte man schon haben. Außerdem soll man natürlich auch in dem Sinne flexibel sein, dass man nicht hier schreibt mit or feed oder so. Und dann ich persönlich, ich schreibe immer Pref, also Prefer. Und dann welche Position ich denn prefere. Im Moment ist bei mir mit Top Sub. Am besten auch nicht nur eine Position angeben, sondern ein paar mehrere. Ich mache es immer in der Reihenfolge, also quasi die beliebteste. Die am liebsten spielen würde als erstes, und dann die anderen. Also der Champion Select jetzt schon. Damit man einfach den anderen Kollegen, die man dann dazugewiesen bekommt, ein bisschen Freiraum lässt, dass die ihre Position bekommen. Denn da spielen die ja meistens noch am besten, am motiviertesten. Und dass man selber noch damit leben kann. So denke ich mir das dann immer. Jo, wie gesagt, wenn man mehr Champions auf einer Position kann, dann kann man den Gegner schon mal auskontern. Dann wird er selber schon mal nicht so schnell ausgecountert. Beispielsweise, wenn ich in der Mitte spielen will und die Gegner picken in der Leblanc und ich konnte nur 6, ja. Dann wäre ich ziemlich am Arsch, weil LeBlanc ist so ziemlich einer der härtesten Counter von Six. Und ich könnte nichts anderes spielen, ohne jetzt halt zu fällen. In diesem Fall würde ich jetzt auf ja, Kennen oder Fizz zurückgreifen. Wobei ich Fizz bisher noch nie im Ranked geprobiert habe. Eigentlich nur in Normals, macht das wahnsinnig Spaß. Kennen wir so eine sichere Fallback-Variante. Ist auch ganz praktisch, glaube ich, wenn man so eine Mischung hat. Einen eher tankigen Adela und einen AP-Champ, damit man einfach sich ein bisschen anpassen kann. Zum Beispiel, dass man, wenn man jetzt Toplaner ist und irgendwie das ganze Rest des Teams AD. Auch der Midlaner ist ein Zed oder so, der Jungler ist ein Kha'Zix. Und dann, dass ihr dann vielleicht noch Malphite oder irgendeinen anderen AP-Latop nehmen könntet, eventuell. Muss nicht zwangsweise sein, aber solche Kleinigkeiten können schon mal ganz praktisch sein. Einfach, wenn man ein bisschen flexibler ist und dann mehr Möglichkeiten hat. So, das war's auch schon zu den Champions. Also, Faustregel: 2 Champions pro Lane, denke ich, ist eine gute Regel. Die ihr dann aber auch wirklich gut könnt. Also nicht zwei irgendwie aussuchen, die noch die besten sind, sondern auf diese auch spezialisieren. Ich persönlich kann auch außer Six kennen und Fizz, sage ich mal, Anführungsstrichen, in der Midlane auch keinen Champion gut. Das sind die einzigen drei, die ich halt wirklich kann, aber es reicht. 3 Champions, denke ich, sind auf jeden Fall genug. Also diese Champions kann man wirklich dann gut machen. Man muss an sich gar nicht so viele Champions können. Ich kann vielleicht nur 10 oder 11 insgesamt einigermaßen gut, aber die sollten halt ein bisschen differenziert sein, dass man die auf jeder Position ein bisschen spielen kann und dass man da halt flexibel ist, wie gesagt. So, genug zu Champions. Nächster Unterpunkt waren die Items, der Item-Build. Da höre ich immer so Sachen wie, man bildet auf dem Champion das und das. Oder der beste Bild auf dem ist das und das. Und sowas finde ich immer ganz schlimm, wenn man immer sagt, man, das ist auch mit dem Skillen so, man skillt immer das, dann skillt man das. Und ich finde, das sollte man immer ins Match anpassen. Ich muss mal gerade gucken, in diesem Match war es ein bisschen blöd, weil die Gegner
hat einen 3er ADLer und 2 APLer. Aber ansonsten zum Beispiel mit Cassiopeia, das habe ich, glaube ich, in der ersten Folge glaube ich sogar gemacht, ich bin gerade unsicher. Normalerweise bilde ich immer eine Träne am Anfang und baue die später aus. Aber da hatten alle Gegner AP. Und da habe ich mir einfach stattdessen den Unholy Grail gekauft. Und sowas machen extrem viele Leute gar nicht. Einfach weil sie ihren Bild haben, der ja so perfekt ist. Und ich finde, man muss es immer anpassen. Auch mit Ken habe ich, überlege ich, wenn die Gegner nur APler haben, mir das Sonias vielleicht später zu kaufen, auch wenn es elementar ist. Und für die Ulti wirklich ein, der eigentlich das wichtigste Item auf Ken ist. Kann man nicht überstreiten, aber das könnte man so sehen. Deswegen, man sollte immer gucken, dass man mit dem Item ein bisschen flexibel ist. Wobei natürlich ein paar Sachen natürlich klar, dass man zum Beispiel mit dem AD Carry als erstes Blutdürster oder bei einer Wellen oder Twitch eventuell auch einen, wie heißt das, Blade of Ruin King oder Klingelstürzen Königs auf Deutsch kauft. Solche Sachen sind klar, aber dass man nicht immer sechs festgelegte Items haben sollte, die man immer wieder kauft, komme was wolle. Sowas finde ich auch mal ganz, ja, das finde ich nicht so gut. Oder wenn die Gegner nur APler haben, dann brauche ich auch kein Rando ins Oben oder irgendwas oder ein Sandfire Cape. Nein, dann kaufe ich einfach nochmal Geresi. Solche Sachen checken halt viele Leute nicht. Ich merke es vor allem bei meinen Abonnenten, also nicht persönlich nehmen, aber ein paar von denen machen das so. Die haben immer ihren festen Bild. Merkst du, wir sind so im Blind Pick, machen eine Normal. Sagen sie, oder sagen sie nicht, aber denken nicht so, sie bilden das und das und das und das. Und was die Gegner haben, ist dann kackegal. Und ich finde, man muss das immer so ein bisschen anpassen. Auch wenn man zum Beispiel selber nur AP-Team hat, immer bei dem AP-Beispiel zu bleiben, kann man auch ein bisschen tankier gehen. Und vor allem muss man dann mehr Penetration bilden, weil die Gegner werden, wenn sie halbwegs was im Kopf haben, Magierisiko kaufen. Also muss man ein bisschen anpassen. Ja, gucken, was mit AD und AP vor allem. Aber auch Sachen wie zum Beispiel, wenn man gegen ein Set spielt, kann man auch mal einen Sonias schon, sonst nicht holen, einfach um die Ulti abzuwehren. Aber so Sachen lernt man eigentlich mit der Zeit, was gegen wen am besten ist. Auf jeden Fall sollte man sich auch nicht versteifen und sagen, das sind jetzt die perfekten Items und da kann kommen, was wollen. Ich bashe mit den Items alles weg und andere Items werden schlechter. Jedes Item hat seine eigenen Vor- und Nachteile. Und demnach sollte man gucken, was man am besten anpasst. Ich habe schon gerade über das Fett gefällt, weil ich Olaf nicht finishen konnte. Hau mir ein Flash noch raus, das war ein bisschen scheiße, aber ja, ist halt Gau und ich kann halt wirklich nicht. Muss ich zugeben. Zu meiner Schande. Aber egal. Also, letztes Thema, also letzter Unterpunkt ist die Spielweise und die ist eigentlich, ja, die ist ein bisschen umfangreicher. Die kann ich gar nicht so auf einen Punkt zusammenfassen. Hängt auch mit dem Item zusammen. Und das ist zum Beispiel, wenn ihr halt gecountert werdet, dass ihr dann defensiver spielt oder wenn ihr die Lane gewinnt, was man dann am besten macht. Das sind so. Also es hängt nicht genau davon ab, was man genau macht, aber einfach die Spielweise. Ich kann es am besten sagen. Zum Beispiel waren wir bei Six gegen LeBlanc. LeBlanc countert Six eben, weil ja, Six hat nur Skillshots. Und LeBlanc kann jederzeit mit der W oder der Ulti, wenn sie sie hat, wegdashen und macht sehr viel Burst Damage. Und Six hat da eigentlich keinen großartigen Escape außer der W, aber so schnell wie das bei LeBlanc geht, bei guten LeBlancs zumindest, hat man da keine Chance irgendwie großartig zu escapen. Deswegen spielt man dann zum Beispiel sehr defensiv. Ich habe schon einige Six gesehen, die nach 5 bis 6 Minuten wirklich 0-3 in der Lane standen. LeBlanc OP einfach nur, weil sie traden wollten, weil sie einfach nah bei den Minions standen, die in der Zone wollten, die gegen LeBlanc. Und die wurden immer wieder bestraft. Also bei sowas muss man, das ist echt extrem nervig gegen LeBlanc. Spiele ich auch selber sehr ungern. Da bleib ich immer komplett unterm Tower, damit wenn Sarah Johnson zumindest ein, zwei Tower jetzt abbekommt. Und zumindest halbwegs fairer Trade ist, weil so schnell kann ich nicht reagieren. Da bin ich noch zu schlecht für. Als dass ich dann direkt zurück trade und noch escape und sowas. Sowas ist einfach Wissen, was mir Zeit ansammelt. Aber es hängt natürlich auch von der Rolle ab. Ein AD Carry spielt man ganz anders als ein Midlaner oder irgendwas. Da muss man sehr vorsichtig sein. Sei denn, man ist nicht hart gefeedet und kann alles allein kaputt machen. Dann ist was anderes, aber im normalen Fall muss man da schon sehr vorsichtig spielen. Für AD Carry ist. Ich spiele sehr, sehr ungern AD Carry im Solo Ranked, weil ich mehr so ein Team. Ich würde sagen, ich bin ein Teamplayer, aber ich spiele sehr gerne mit dem Team zusammen, Teamfights. Und da schützt mich auch keiner. Oder sie diven eben die Backline von den Gegnern, was ja auch okay ist. Und dann sterbe ich eben schnell. Und wenn ich allein rumlaufe, was ja im Solo auch vorkommt, weil einfach man sein Ding macht quasi, dann ist man einfach sehr schnell tot. Und deswegen bin ich auch ein schlechter AD Carry. Und man muss halt so ein bisschen seine Rolle, denke ich mal, erfüllen. Weil jetzt die Lane gewinnt oder verliert, dem je nachdem muss man spielen. Man kann auf Kill spielen, man kann darauf spielen, gegen eine Farm zu denyen. Zum Beispiel gegen den Nasus spiele ich einfach sowas von aggressiv wie sonst gegen gar keinen anderen, weil ich einfach weiß, ich habe mir jetzt selber sehr oft gespielt. Ich habe, glaube ich, die beste Winrate im Ranking mit Nasus. Und wenn ich dem den Farm kaputt mache, dann ist das schon GG auf der Top, weil dann bringt dem alles nichts, weil der braucht diese Q-Farm unbedingt, sonst ist er halt nicht stark. So, also, behaupte ich mal. Ich bin immer noch stark wie in dem Slow vor allem, aber
dann ist dein ganzer Schaden einfach mal weg, ne? Das ist nämlich ganz fresh gegen die Nase zu tun. Und gegen andere, gegen Renekton zum Beispiel, die dann selber so ein Lane-Bully sind, ist es sehr, sehr, sehr schwer, eine Lane noch zu gewinnen. Da spielt man dann eher defensiv und ich versuche dann immer ganz gerne, wenn ich Nasus bin, könnt ihr gerne mal schauen, das mache ich sehr oft, da habe ich glaube ich oft gemacht. Ich weiß nicht, ob es in den Aufnahmen war, aber neben zweiten Weg kriege ich einen Kill auf Level 6, weil die Gegner mich einfach downpoken. Ich habe dann so, ja, noch 200 Leben oder so. Sie diven mich, ich mache meine Ulti an, slow sie und sie tanken dann wirklich 3-4 Tower Hits, kriegen mich nicht gefinisht und sterben. Und das passiert sowas von oft. Und das ist einfach nur eine sehr, sehr passive Spielweise. Ist sehr arschig und vielleicht feige und weiß ich nicht was, aber es führt zum Erfolg. Und es ist ganz witzig, wenn ich ganz schön aufrege. Also die Spielweise ist eigentlich ein zu komplexes Thema, um es jetzt kurz anzusprechen. Denn es hängt von den von eurem Champion ab, vom gegnerischen Champion ab und von der Teamkomposition. Wenn ihr eine Poke-Kombo habt mit Varus und Leali, dann pokt man auch und dann jumpt man nicht als Katzenform rein und Varus flecht sich rein, macht eine E oder so, und dann pokt man auch. Das sind dann so Sachen, die sind aber eigentlich. Das macht man eigentlich automatisch, weil es einfach ein Flausen ist. Naja, wie gesagt, ich muss jetzt vielleicht auch schon wieder weg. Ich habe noch, ja, 2-3 Minuten höchstens. Aber ich habe meine 2-3 Punkte abgearbeitet. Ich kann ja mal kurz zusammenfassen. Viel Flexibilität ist schon sehr wichtig. Ich persönlich kann Jungle nicht gut, sonst kann ich alle Positionen. Ich finde wichtig, dass man die Positionen kann, einigermaßen. Wenn man einigermaßen zurechtkommt. Und man sollte auch gucken, dass man sich mit einem Teammate so abspricht, dass die halbwegs zufrieden sind. Klar gibt es dann immer die, die mit Capslock rumflamen und denen man es gar nicht recht machen kann, die gibt es immer. Aber man sollte schauen, wenn zum Beispiel man selber gerne Mitte gehen würde, ein anderer will unbedingt mit, er ist Bane mit und man kann eigentlich auch Eddie Carry spielen, dass man dann vielleicht mal Eddie Carry geht. Hat nicht mit Freundlichkeit so zu tun, vielleicht schon, aber nicht primär, sag ich mal, sondern dass man einfach dann, dass, wenn die Partner, die ihre Position haben, dann spielen die doppelt so gut wie auf anderen Positionen, würde ich behaupten. Weil dann sind sie zum einen motiviert, sie spielen den Champion, den sie wahrscheinlich können. Das ist ja Moenket, da werden sie zu gewinnen, vermute ich mal, wenn sie kein Troller sind. Und wenn ihr da schon eher ein bisschen netter seid, finde ich auch, dann hat man es mit so ein bisschen Teamgeist. Dann werden die einem schon eher irgendwann mal im Spiel aus der Patsche helfen, als wenn man jetzt in die Position stiehlt und sie anflamt. Da habe ich schon ganz viel Erfahrung gemacht. Deswegen, also, sorry, ich gerade durchgeatmet habe. Ich habe es gerade durchgelabert, musste gerade mal Luft holen, habe ich ja zwischendurch nicht gemacht. Und deswegen zusammenfassend, also nochmal gucken, dass ihr auf jeder Position zwei Champions habt. Dass ihr vom Itembild euch ein bisschen anpasst ans Spiel. Das versuche ich immer wieder, auch in diesen Matches hier zu zeigen im Hintergrund. Aber das habe ich gestern aufgenommen, keine Ahnung, was ich zeigen wollte. Ich glaube, ich habe überlegt, was die Gegner AP oder AD haben. Jetzt kaufe ich ein bisschen Damage, war nämlich einziger ADler als Gowen. Oder ich habe überlegt, ob ich mit Schaden kaufe. Ja, ich habe Frozen Melt geholt für Leben und für Schaden, genau. Ha. Das habe ich mir gestern gedacht, genau. Ich habe mir auch die Mercury Suite gekauft, einfach um gegen den vielen Slows und sowas, also Quad Controls der Gegner anzukommen und dann eine Sandfire-Cam Rüstung zu haben. So Sachen sind einfach, ja, die sind nicht vorgeschrieben oder da gibt es keine Leitfaden für, das ist einfach Anpassung an Spielen. Habe ich mir so angewöhnt, das mag ich auch gern. Ich hasse es, feste Items zu haben. Naja. Soll es dann auch mehr gewesen sein? Ihr könnt das Match noch gern zu Ende gucken. Manchen fetten Gownplays spielen jedenfalls jetzt raus. Für diese Folge How to Solo Queue. Denn ich muss sie jetzt weg. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Viel Spaß noch mit Gown. Ciao, Freunde.